Hey Leute, hier ein kleines Infovideo und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen in der Hinsicht, dass ich jetzt eine bessere Leitung habe. Heißt, ich bin jetzt von 16K auf 50K umgestiegen. Das ist eine Downloadrate, die dreimal größer ist als meine bisherige. Und ich glaube, der Upload ist von 2,5K auf 10K, also viermal so schneller Upload. Das bedeutet für euch erstmal nichts. Leider. Ja, es wird Videos weiterhin in 27p geben, denn ich glaube, mein Rechner ist nicht fähig, es in 1080p überhaupt aufzunehmen auf einer Konsole. Ja. Wenn ich mich irgendwie seltsam anhören sollte, dann liegt das daran, dass ich mal mein altes Headset hier gerade ausgekramt habe und jetzt mit dem aufnehme, um zu schauen, ob die Tonqualität da besser ist. Da bei meinem neuen, das habt ihr sicherlich schon in dem Mario Part bemerkt, den ich heute hochgeladen habe oder freigeschalten habe vielmehr, dass da immer mal wieder so ein. Das ist nicht mein Stuhl. Der hört sich so an. Okay, wenn ich übertreibe. Das Rauschen, was ihr hört, ist übrigens mein Rechner. Ja, ganz abgesehen von all diesen Dingen. Ganz abgesehen davon. Ja, das ist mein altes Headset. Ich schaue nur gerade, ob das sich vielleicht besser eignet als mein neues zum Aufnehmen. Da es hoffentlich dieses nicht dauernd macht. Das wäre ziemlich gut. Ja, ansonsten, dieses Video werde ich versuchen. Ich weiß nicht, ob es klappt. In 4K und 60 Bilder pro Sekunde hochzuladen, nur um mal zu sehen, wie lange das dauert. Okay, ja, wir sehen uns dann in weiteren Mario-Folgen. Die nächste kommt am Freitag. Bis dahin, tschüss. Okay, kleiner Plot-Twist. Ich rede noch darüber, wie mein altes Headset überhaupt so ist oder was das für eins ist. Das ist so ein ganz billiges 30-Euro-Headset gewesen, glaube ich. Es könnten noch nur 20 gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und der Grund, warum ich am Ende des Videos anders klinge oder leiser bin oder halt gerade leiser wurde, ist, weil es sehr empfindlich ist, was das Mikro angeht. Ich tue es jetzt mal ein bisschen hoch. Schon hört ihr mich nicht mehr so gut. Glaube ich. Also es hängt sehr davon, ich bewege es gerade. Es hängt sehr davon ab, wie das Mikro gerade ist. Ja, mein neues Headset hingegen, und da werde ich jetzt gleich mal einen Vergleich machen. Ich schneide das jetzt noch hier hinten dran. Ist ein relativ teures, ich sag jetzt nicht wie teures, kabelloses Gaming-Headset gewesen. Ich habe es mir geholt, weil es kabellos ist und weil das für mich so praktischer ist. Nur, ihr seht gleich mal die Tonqualität. Ich habe das selber noch nie hintereinander gehört. Ihr werdet jetzt die Ersten sein, die es mit mir erleben. Ja, bis gleich. Okay, das hier ist mein neues Headset. Vielleicht bemerkt man es, das Rauschen im Hintergrund ist weg. Aber ich höre mich anders an, definitiv. Ich höre mich anders an. Es ist auch viel angenehmer auf den Ohren. Also es sitzt viel schöner und besser. Das alte, wenn ihr das hier sehen könntet, ne? Das ist so ein altes Klapperding. Ich habe die Polster, die das Ding hat, sogar schon mit Tesa festgeklebt. Ja. Also es sieht sehr schäbig aus, ist eigentlich relativ eklig. Da ist das hier schon wesentlich angenehmer. Nur, ja, dieser Soundbug nervt natürlich, dass man dauernd dieses Poppen hat. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Ich habe gehört, es ist ein Treiberproblem. Ich müsste mich dann nochmal informieren. Vielleicht gibt es eine Lösung, ich hoffe es. Wenn ihr mir helfen könnt, dürft ihr es mir gerne sagen. Ich habe ein. Wobei, wisst ihr, wie viel das Ding gekostet hat? Nee, ich sag's nicht. Ist schon eine Weile her, wo ich mir das geholt habe. Aber ja. Nun gut. So viel zum Infovideo. Ist jetzt ein paar Minuten länger. Es wird wahrscheinlich ewig zum Rendern brauchen und zum Hochladen nochmal länger. Egal. Man sieht sich diesmal auch wirklich. Tschüss.